Meine erste Woche als kopierbarer Trader auf der Plattform Naga ist vorbei und ich möchte euch im heutigen Video einfach mal zeigen, wie viel Geld ich generiert habe. Mein Ziel war es nämlich, euch als Autokopierern so viel Geld zu machen, wie nur irgendwie möglich. Und welche Ergebnisse ich erzielt habe innerhalb von den letzten 7 Tagen, darum soll es heute hier in diesem Video gehen. Bevor ich mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch noch mal eine persönliche Empfehlung für euch, nämlich den Kanal Sven Kotzbach mit Geld verdienen 360 Grad. Ich denke, viele von euch kennen sicherlich schon Sven und vielleicht habt ihr ihn auch schon abonniert. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann geht auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein, klickt auf den Abonnieren-Button und dann am besten auch noch mal auf die Glocke, dass ihr keines von seinen neuen Interviews mehr verpasst. Er interviewt nämlich vor allen Dingen Selbstständige, Arbeitnehmer, als auch Investoren und andere Leute, die eine spannende Story haben. Und jetzt haltet euch fest, wir haben auch zusammen ein Interview gemacht und dieses Interview erscheint bereits in wenigen Tagen. Deswegen geht am besten mal auf den Link in der Videobeschreibung, haltet dieses Video hier kurz an und klickt auf Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr keinen von diesen beiden Interviewteilen hier verpasst. Wir haben über alle möglichen Themen gesprochen, wie ich vor allen Dingen mein Business aufgebaut habe, wie ich online Geld verdiene, welche unterschiedlichen Methoden es gibt, Geld zu verdienen und ich bin mir sicher, dass ihr da viel mitnehmen könnt. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein und aktiviert die Benachrichtigungen. Ich denke, viele von euch wissen sicherlich, dass ich über die letzten Jahre meine eigenen Investmentportfolios gemanagt habe. Eins von diesen Investmentportfolios ist zum Beispiel eine Millionen Euro groß und ich habe noch mehrere weitere Investmentportfolios, die ich manage. Und über diese Zeit konnte ich wirklich gute Renditen erzielen, was mich dann dazu bewegt hat, meine Performance öffentlich zu machen und vor allen Dingen mich auch kopierbar zu machen auf Naga. Für die Leute unter euch, die vielleicht noch nicht ganz genau wissen, was Naga ist, es handelt sich bei Naga einfach nur um eine Handelsplattform bzw. einen Broker. Ich denke, viele von euch kennen vielleicht Trade Republic oder kennen Comdirect und Naga ist dem sehr ähnlich, bloß meines Erachtens noch besser. Einfach nur aus vollem Grund, weil Naga auch eine Social Trading Komponente bietet und vor allen Dingen auch teilweise ein soziales Netzwerk ist. Man kann nämlich hier auf der Plattform mit anderen Leuten sich austauschen, kann Dinge posten, kann über einen Feed auch zum Beispiel unterschiedlichste Arten von Trading-Ideen einsehen von anderen Leuten, wenn sie diese teilen wollen, kann die Performance von Leuten einsehen und vieles, vieles mehr. Und auf der Plattform hier könnt ihr auch meine Performance einsehen. Und dieser Aspekt, den finde ich persönlich sehr interessant, nämlich es gibt halt die Option, das nennt sich halt Social Trading bzw. Copy Trading, es gibt die Option, andere Leute zu kopieren. Das heißt, man kann einen erfolgreichen Trader kopieren. Alle Trades, die diese Person setzt oder nur ein Teil dieser Trades, können automatisch kopiert werden und immer wenn dieser Trader einen Trade schließt, dann macht ihr Gewinne oder wenn der Trader natürlich einen Trade mit Verlust schließt, dann macht auch ihr Verluste. Und das Interessante an diesem Konzept ist einfach, dass man sich ganz transparent anschauen kann, welcher Trader welche Performance hat und basierend auf der Performance kann man dann natürlich entscheiden, ob man eine Person kopieren möchte oder nicht. Und ich möchte euch nicht jetzt länger auf die Folter spannen, ich möchte euch direkt mal meine Performance zeigen und euch einfach mal zeigen, wie viel Geld ich in den letzten 7 Tagen meinen Autokopierern gemacht habe. Bevor ich das mache, eine kurze weitere Information, wenn ihr euch auch auf der Plattform anmelden wollt. Ein Link zu Naga ist in der Videobeschreibung drin. Ihr müsst einfach nur hier oben auf erste Schritte draufklicken, anschließend dann, sobald ihr es getan habt, könnt ihr hier euren Account anlegen, müsst ihr einfach nur eine E-Mail-Adresse angeben, Passwort angeben, dann wie gesagt das Land angeben, in dem ihr wohnt und dann darunter einfach auf Ich bestätige klicken und dann auf Registrieren draufklicken. Ihr werdet dann einen kleinen kurzen Test durchführen müssen. Keine Sorge, auch wenn ihr da vielleicht eine falsche Antwort gibt, das ist wirklich kein Beinbruch, versucht einfach diesen Test so gut zu machen wie nur irgendwie möglich und dann habt ihr bereits euren eigenen Account. Dieser Account erstmal ist komplett kostenfrei, natürlich entstehen aber einfach Handelsgebühren, wenn ihr dann eines Tages mal eine Person kopiert, sei es mich oder sei es irgendeine andere Person. Aber falls ihr mit Naga loslegen wollt, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. So, ich möchte euch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, schauen wir das Ganze uns einfach mal an. Ihr seht hier meinen Naga-Account, ich heiße einfach Leon Chatari auf der Plattform, dann gehen wir mal hier oben auf die Trades drauf und ihr seht, ich habe keine aktiven Trades, bedeutet alle Trades sind geschlossen und ich habe alle Trades in der letzten Woche mit Profit geschlossen. Ich meine wirklich jeden einzelnen Trade. Auch hier zum Beispiel wieder 36,47, 7,46 Euro und so weiter und so fort. Also jeder einzelne Trade mit Profit und kein einziger Trade mit einem Verlust geschlossen. Warum sage ich das Ganze so ausdrücklich? Es gibt natürlich auch viele Trader und daran ist erstmal gar nicht schlimm, die ihre Trades sehr lange offen lassen. Bei mir ist es so, dass ich probiere, meine Trades nicht ganz so lange offen zu lassen, Gewinne mitzunehmen, die sofort auch zu realisieren, sodass ihr möglichst viel Gewinn macht und vor allen Dingen auch nicht in eurem Account dann vielleicht alle möglichen Trades habt, die da Ewigkeiten drin sind und vielleicht auch Ewigkeiten negativ drin sind. Natürlich liege ich auch nicht immer richtig. Ich habe derzeit noch eine Trefferquote von über 99% und ich weiß, viele Leute werden sicherlich sagen, das kann doch aber nicht sein. Ihr habt es ja gerade bei mir gesehen, ich habe alle Trades tatsächlich profitabel abgeschlossen. Ich habe keine offenen Trades, das heißt, die Statistik ist tatsächlich richtig, weil sonst ist es normalerweise immer so, dass man sich die Statistik anguckt und man schaut sich vor allen Dingen halt an, welche
irgendwelche Trades wurden geschlossen und davon hat man vielleicht irgendwie 99% mit Profit geschlossen, aber da ich keine aktiven Trades habe und ich alle Trades geschlossen habe, habe ich wirklich derzeit eine Quote von 99,26% oder irgendwie sowas. Ich habe einen einzigen Trade bisher abgeschlossen mit 14 Cent Verlust und den habe ich abgeschlossen, bevor überhaupt einer von euch mich kopiert hat. Das heißt, seitdem ihr mich kopiert, habe ich jeden einzelnen Trade mit Gewinn abgeschlossen. Und ich möchte aber auch ganz ehrlich mit euch sein, weil ich bin keine Person, die jetzt euch irgendwas versprechen wird, was ich nicht halten kann. Ich werde sicherlich auch mal in der Zukunft einen Fehler machen und irgendwann mal auch Trades abschließen, die nicht mit Gewinn enden werden. Das ist halt einfach part of the game. Aber ich habe für mich einen Prozess entwickelt, den ich jeden Tag replizieren kann, wo ich mein Bestes gebe, so viele positive Trades zu schließen, wie nur irgendwie möglich. Ich publiziere übrigens auch diesen Wochenbericht hier auf Naga, da möchte ich mit euch auch gleich mal über den Wochenbericht rübergehen. Falls ihr auch mich kopieren wollt, dann müsst ihr einfach halt nur auf Naga gehen, müsst euch einen Account anlegen, Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Sobald ihr euren Account angelegt habt, geht in die linke obere Ecke, in die Suchleiste, sucht einfach nach Leon Chautari und dann könnt ihr auf den Autokopieren-Button klicken. Und wenn ihr das getan habt, würde ich derzeit sagen, macht es Sinn, mit mindestens 200, 300 Euro einzusteigen. Ich würde eher empfehlen, vielleicht 400, 500 Euro. Bei 500 Euro würde ich vorschlagen, dass es sinnvoll ist, bei 50% derzeit zu kopieren. Bevor wir uns den Wochenreport anschauen, wollte ich mit euch nochmal kurz über die Statistiken drüber gehen. Nämlich hier könnt ihr auch ganz genau sehen, wie ich zum Beispiel mein eigenes Portfolio manage. Man sieht hier, wie sich das Portfolio entwickelt hat. $377,41 habe ich bisher an Gewinn erwirtschaften können. Ich habe eine Quote von profitablen Trades von 99,42%. Insgesamt habe ich diese $377,41 durch 173 Trades erwirtschaftet. Und ihr könnt auch immer hier auf wöchentlich gehen, könnt ihr sehen, dass ich jede Woche profitabel war oder auch monatlich könnt ihr sehen, dass ich jeden einzelnen Monat profitabel war. Und wenn ich jetzt hier nach unten scrolle, sehen wir dann zum Beispiel auch hier die höchste ROI, also praktisch Return on Investment auf einen Trade, nämlich 23,51%. Ich habe bisher 59.000 Euro hier verwaltet. Jetzt gerade in diesem Moment verwalte ich 3.854,99 Euro und hier sieht man auch die Gewinne für die Kopierer. Das heißt, die Kopierer haben bisher $514,27 an Gewinn generiert. 17 Leute haben bisher autokopiert, aktiv kopieren derzeit 16 Leute. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel auch sehen, wie hoch mein bester Trade war, wie viel Geld ein Durchschnittstrade war dann, wie hoch auch zum Beispiel der höchste Verlust bisher war, nämlich nur ein einziges Mal 14 Cent. Sonst habe ich bisher noch nicht einen einzigen Trade mit Verlust abgeschlossen und ihr könnt auch hier ganz genau sehen, was ich trade, nämlich ich trade derzeit vor allen Dingen US 30, den deutschen DAX und dann auch nochmal das Währungspaar vom US-Dollar und dem japanischen Yen, aber da mache ich halt extrem wenig, sondern ich mache eher nur US 30. Ich möchte mich wirklich nur auf eine einzige Sache fokussieren und hier unten könnt ihr dann übrigens auch sehen, wie viele Stunden ich in der Regel einen Trade halte, nämlich in der Regel halte ich einen Trade gerade mal für 8 Stunden, das heißt, wenn ich ihn heute kaufe, wird er meistens auch tatsächlich heute noch geschlossen, sodass ihr direkt die Gewinne heute noch mitnehmen könnt. Schauen wir uns dann vielleicht nochmal kurz den Wochenreport an. Ich glaube, der ist für euch nämlich ganz spannend. Nämlich hier habe ich jetzt auch meine Gewinn-Verlust-Rechnung publiziert. Nämlich in der letzten Woche habe ich 32 Trades geschlossen und diese 32 Trades habe ich mit einem Gewinn geschlossen von 46,47 Euro. Null Trades sind, wie gesagt, offen. Das heißt, ich habe derzeit, wenn ich dieses Video hier aufnehme, keine offenen Positionen und hier unten habt ihr nochmal den Screenshot von dieser Gewinn-Verlust-Rechnung. 32 Trades geöffnet, alle wieder geschlossen und ein Gewinn erzielt von 46,47 Euro. Das heißt, wenn ihr mich zu 100% kopiert hättet, hättet ihr allein in dieser Woche euch ein passives Einkommen aufbauen können von 46,47 Euro. Falls ihr also direkt loslegen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zur Plattform. Einfach einmal kurz anmelden. Anschließend dann müsst ihr, wie gesagt, diesen kurzen Test durchführen. Ist wirklich nicht kompliziert und wenn ihr da ein paar Fragen falsch habt, ist das auch absolut kein Beinbruch. Wenn ihr dann euren Account habt, in die linke obere Ecke gehen, dort einfach nach meinem Namen schauen, Leon Chautari. Und dann, wenn ihr auf dem Profil seid, einfach auf Autokopieren klicken und schon könnt ihr euch damit ein passives Einkommen aufbauen. Das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.